Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich spreche heute mit unserer Heilpraktikerin Karin Heller über ihre Erfahrungen mit Narine, einem ganz besonderen Bakterium, vor allen Dingen in Bezug auf den Epstein-Barr-Virus, der doch in der letzten Zeit deutlich zugenommen hat. Bleiben Sie dran, wir sehen uns gleich. Hallo liebe Karin, schön, ja, dass hallo, du da bist. Hallo liebe Corinna. Ich freue mich riesig, dass du wieder da bist, weil Narine ist ein cooles Thema. Das sind ja einfach Bakterien, die aus... Gutes tun. Gutes tun, definitiv. Und auf der anderen Seite finde ich super, du bildest Heilpraktiker aus, du hast Erfahrung mit den Bakterien, da kann man wirklich aus den Vollen schöpfen. Umso spannender auch gerade das Thema Epstein-Barr. Wie sieht's denn da gerade aus? Da hört man ja, dass es so aus allen Ecken wieder blüht. Ja, also nicht nur den Epstein-Barr, sondern die ganze Herpesfamilie macht sich gerade bemerkbar. Und der Epstein-Barr gehört eben ja da dazu. Und ich sag immer, wie der Titel, wenn die Symptome beginnen mysteriös zu werden, ja, irgendwann, dann sollte man tatsächlich an den Epstein-Barr-Virus eben denken. Ja, da stecken so viele Erkrankungen, die dadurch entfacht werden, wenn man die Disposition eben dazu hat. Und macht Sinn, eine Serologie dann zu machen. Ja, der ein oder andere, mit dem ich dann so mich unterhalte und sage, hier Epstein-Barr, dann gucken die mich an und sagen, was? Was ist denn das? Ja, genau. Wo kriegt man sowas? Das waren da so die Fragen. Genau, ja genau. Im Grunde genommen, wenn man da ein bisschen einfach mal so in der Geschichte einfach mal von den Epstein-Barr, ob das jetzt wirklich ein Virus ist, ein Exosom oder nach Enderlein die Endobionten, lassen wir es mal dahingestellt. Ich nehme mal heute mal den Namen Virus einfach mal, damit wir einen Namen haben. Aber schön, dass du die andere Palette auch ins Wort nimmst. Ja, weil wir sind an einem Wendepunkt, wo ich sag mal, viele Ärzte, die jetzt merken, ja, die Naturheilkunde hat noch viel mehr zu bieten, aber auch wir Heilpraktikern und so weiter, sei es in eigenen Studien oder Türen, die sich jetzt gerade aufmachen, eben merken, es ist nicht alles ein Virus, ne? Mhm. Aber nennen wir es mal für heute mal Epstein-Barr-Virus. Genau. Er ist per se giftig. Ja? Mhm. Und er bildet aber auch eben Giftstoffe. Und das ist das, was das Besondere ist an dem Epstein-Barr-Virus, dass daraus sich eben Neurotoxine eben bilden können. Ja? Wir können vielleicht so diese erste Folie so nebenbei einfach so einblenden. Und dann kann ich da ein bisschen sowas dazu erzählen. Es ist ja so, dass er kommt irgendwann mal in den Körper rein. Da gibt es verschiedene Phasen von diesem Virus. Mhm. Und es gibt den sogenannten Ruhe- und Aktivzustand. Ja? Es ist die Frage, meistens befinden wir uns in diesem Ruhezustand und irgendwann mal, wenn Ursachen, die ich dir nachher erzähle, kann er sich dann eben aktivieren. Ja, und die erste Phase von diesem Virus, da kannst du noch einmal klicken, sind eben seine Ausscheidungen, die für uns wirklich toxisch einfach sind. Und das kann man also durchaus mal manchmal mit sehr geschultem Auge in der Dunkelfeld eben erkennen. Mhm. Ja, dass nicht immer Borrelien sind, sondern dass es die Giftstoffe von dem Epstein-Barr-Virus ist. Mhm. Aber das ist eine Langzeitbeobachtung, die man hier machen muss. Das zahlt kaum einer, weil du wartest, bis das Blut eben nicht mehr lebt. Und man schaut, was entwickelt sich im Prinzip. In der Regel verstecken die sich in den roten Blutkörperchen, manchmal auch in den weißen Blutkörperchen, aber eher seltener. Und dann ist ja so, dass der abgestorbene Virus selbst ist ja auch giftig. Und es ist diese Geschichte mit den Neurotoxinen. Mhm. Und du noch eine Folie machst, genau, da sage ich dann, Stress und Epstein-Barr-Virus, das ist wirklich eine Bombe. Ja. Das ist wie so, das Fass ist schon voll. Ja. Und dann gibt es noch diesen Überlauf-Effekt. Ganz genau, durch Stress. Ganz genau. Und dann sage ich, und dann kommt darauf an, was bringe ich als Gesundheit mit auf dieser Welt? Ja. Welche Giftstoffe sind in mir drin oder welche nicht? Und da haben wir zum Beispiel viele Entzündungsreaktionen, die da stattfinden können, im Prinzip durch diesen Virus und zum Beispiel dauernde Erschöpfung, Schwindel,
Schlaflosigkeit, vor allem Schlaflosigkeit und Schwitzen in der Nacht. Mhm. Das erzählen viele von diesen Patienten. Dann auch Migräne oder schmerzhafte Stellen. Ich hatte eine Patientin, die konnte sich nicht mal die Haare kämmen zum Beispiel. Mhm. Ja, weil das wehtat auf die Haut. Muskelgelenkschmerzen, Kribbel, Taubheit an Händen und Füßen bis hin zu Herzrasen. Das sind so gängige Symptome, wo du denkst, ja okay, ich bin halt gerade müde oder ich schlafe gerade halt schlecht, und aber ich komme nie drauf, dass der Epstein-Barr-Virus eben dann sein kann. Ja, mhm. Das ist eine. Und nachher, jetzt in der nächsten Folie, erzähle ich, in welchen Phasen der im Prinzip kommt. Es gibt natürlich immer eine erste Begegnung, wie auch immer. Ob du das mit deinen Eltern mitgebracht hast oder ob tatsächlich im Jugendalter, tatsächlich muss nicht zwangsläufig mit Symptomen einhergehen. Aber so Dinge wie einen Zinkmangel oder Vitamin B12-Mangel, Stresssituationen und so weiter, kann begünstigen, dass er in der Stille im Hintergrund sich entwickelt. Mhm. Ja, das ist es ja. Und es muss nicht eben dann zu einer Erkrankung kommen. Irgendwann mal, ja, so nach ein paar Jahren, wenn jetzt durch eben Stress, das ist eines der Faktoren, Quecksilber, also Schwermetalle, ist auch ein Thema. Da kann dann er aufblühen. Das wäre so in diese zweite Phase, da sprechen wir von das pfeifersche Drüsenfieber. Mhm. Und dann mit allem. Na, die Halsschmerzen, die verwechselt werden gerne mit einer Angina tonsillaris, weil der auch so weiße Beläge machen mhm. kann. Genau, das ist ja, und dann wird vielleicht nicht, weil es so schnell gehen muss, nicht ein Abstrich gemacht, sondern es wird gleich Antibiotika gegeben, dann kommt es zu Kreuzreaktionen, weil das verträgt sich nicht mit dem Virus, und dann kommen die Hautprobleme eben, und die Problematik ist hier eben die Leber und die Milz mhm. bei den pfeifisches Drüsenfieber. Drum sind die Patienten auch lange Zeit müde, können nicht viel Leistung bringen, müssen wirklich auch aufpassen, dass diese Milz wirklich zur Ruhe kommt, weil die kann sich wirklich extrem vergrößern, und das ist gefährlich. Mhm. Ja, weil wenn die mal ruptiert, dann haben wir da sehr viel Blut innerlich dann verloren in der freien Bauchhöhle. Und das ist mit dem Leben nicht zu vereinbaren. Mhm. Ja, wenn das dann, sage ich mal, überstanden ist, kommen diese Phase 3 und 4 von dem Epstein-Barr-Virus. Das heißt, die Phase 3 ist diese sogenannte Latenzphase. Also die dritte Phase, die beginnt im Prinzip, indem du deine Ruhe hast von dem mhm. Virus. Ja, du hast dein Leben dann umgestellt, du ernährst dich gut, machst Sport, mach auch Gedankenhygiene. Ja, und durch irgendwelche Umstände des Lebens wirst du krank oder wirst du mit einer Infektion einfach mal, auch eine anderweitige Infektion, einfach mal krank. Das gibt's ja. Es ist nicht nur, dass wir nur mit einem infiziert sind. Es kann auch ein Herpes eben da dabei sein, Medikamente, oder, ja. wie auch immer, und auch ja, Belastungen durch Schwermetalle. Ja, oder auch wirklich auch Schock ja. oder Traumata, oder? Ja. Das sind doch auch ja, genau. so, wenn du Richtig. In so einer permanenten Angst bist oder so, ja. Genau, korrekt. Und das macht dann, dass dann die Phase 3 aufhört. Und man kommt eben in diese Phase 4, sage ich mal. Man hat dann einfach schlechte Voraussetzungen. Ja, dann kann er sich wirklich jetzt hier vermehren, und man kann hier einen Labor eben machen, wo man das wirklich dann sehen kann. Man sieht dann anhand von einem bestimmten Antikörper, sage ich nachher, dass der gerade aktiv ist, beziehungsweise dass ich mal die Begegnung hatte. Aber ich kann dann auch sehen, bin ich jetzt gerade akut chronisch sozusagen. Mhm. Ja, also das heißt, er hat sich reaktiviert. Sehr häufig, das ist der häufigste, ist, wenn plötzlich Menschen sagen, ah, ich habe immer irgendwie dauernd Halsschmerzen, und aber man sieht nichts, und ich gurgel und mach das und tu das, und immer wieder mal blüht es auf. Mhm. Das könnte ein Indiz sein. Oder hier die Schilddrüse. Mhm. Epstein-Barr liebt die Schilddrüse. Ja, auch da kann man das im Prinzip erkennen, ja. Mag der Epstein-Barr auch so, ja genau, Aluminiumblei. Genau, Aluminiumblei, genau. Diese ganzen Schwermetalle, ganz klar. Da denken wir einfach mal, ja, unsere ganze Umwelt ist im Prinzip damit belastet, mhm. ja, mit den ganzen Metalle und vor allem Quecksilber. Aber glücklicherweise viele Zahnärzte das mittlerweile ordentlich machen, mhm. aber in der Vergangenheit
Ich habe gerade eine Schwermetallausleitung, mache ich gerade mit Gelat. Und? Aluminium. Ja. Total. Ja. Abartig, ja. Ja. Und das Interessante, im Urin ohne Gelat gar nichts zu sehen, war Aluminium bei null. Also genau. Mein Körper scheidet irgendwie Aluminium nicht gut aus. Dann gelatiert über 470 Mikrogramm. Wow. Also richtig hochgeschossen, ja. Ja. Blei natürlich auch. Ja. Quecksilber komischerweise auch, obwohl ich nie Amalgam hatte. Ja. Also das kommt wohl auch irgendwo noch geschwind rein von irgendwoher. Ja, ja. Ja, es ist auch teilweise, denke ich mal, auch in Gemüse und Obst und so weiter ist es ja drin, weil das ist im Prinzip in unserer ganzen Umwelt, ja. Und das kommt in der Erde dann auch und ist automatisch. Mhm. Ja. Ja, ist unglaublich. Ja, also genau. Wenn man das dann mal so schwarz auf weiß sieht. Ja, richtig, ja. Genau. Wenn du die nächste Folie machst, dann... Mhm. Wie ist denn das, wenn ich das dann ausleite? Ja. Hat der Epstein-Barr überhaupt dann noch eine... Ich habe eine... Genau, also das passt schon alles, was du so erzählst. Wie so das lebende Beispiel, auch mit chronischen Anginas früher ja, und so. Ja, genau. Wenn ich diesem Epstein-Barr dann diese Metalle als Basis nehme, dann kann er eigentlich... Klar, da ist der Körper ja nicht mehr belastet, also ist wahrscheinlich... Genau, ja. Und da komme ich auf die Diskussion, die im Prinzip Pasteur und Bechamp immer hatten. Mhm. Bechamp sagte immer, das Milieu ist alles. Mhm. Ja? Und sein Kollege Pasteur sagte immer, nein, der Erreger ist alles. Mhm. Nein, das Milieu ist alles. Genau, und wenn, wenn ich das Milieu saniere, wie will er sich dann vermehren können? Und das ist das Interessante, Quecksilber, Epstein-Barr und Borreliose sind meistens immer zu dritt vorhanden. Mhm. Also ich schaue immer wirklich. Und Epstein-Barr macht wirklich ja, glaube ich, dieses immer infektiöse Gefühl. Genau. Ja? Und ich glaube, Borrelien können sich dann auch Gelenke. Eher auf so Gelenke und das genau. Ganze, ja, Schulter hier. Oder wenn die so außer, hüpfen anfangen. Genau, ja? Außer dass es dann neurotoxisch schon ist. Dann haben wir das Nervensystem mit drin. Mhm. Das ist nämlich das Problem. Also wir haben hier eine ganze Latte an Möglichkeiten, also sprich, klar, weitere Infektionserkrankungen, aber die MS steht im Verdacht, dass damit... Ja, Schwermetallvergiftung. Eben, ja. Genau. Hauttumor, vor allem wenn jemand zum Beispiel zu Warzenbildungen neigt, das ist auch ein Hauttumor. Auch da kann man dran denken, Rheumatoid Arthritis, alle entzündlichen Darmerkrankungen, die Hashimoto. Mhm. Ja, und das ist der Fall. Passt ja auch wieder, weißt du? Ah, ja. Glyphosat, Aluminium, ah, ja. Arsen. Ah, ja. Voll das. Genau, ja. Das ganze Programm im Prinzip. Fibromyalgie, chronische Müdigkeitssyndrom, genau. Und wenn du jetzt die Folie nochmals, genau, zeige ich dir eben den Fall. Das ist ein, ja, ein junger Mann, 44 Jahre alt. Ich frage immer, ob Impfungen da sind, weil das ist in der Anamnese ja wichtig, von Kindesbein an bis heute. Er kam, weil er kaum noch wirklich selber gehen konnte. Und er sagte, es wird immer weniger. Es ist die ganze Muskulatur verschwindet und ich bin müde, ich bin nicht mehr leistungsfähig. Ich kann meine Finger auch fast nicht mehr eben bewegen. Und habe mir der ganze Werdegang angeschaut. Er war im Krankenhaus, er war auf Unikliniken und so weiter. Man hat schon gesehen, dass die Schilddrüse nicht ganz in Ordnung ist, aber man hat nicht danach richtig geschaut. Und dann habe ich die Dunkelfeld eben gemacht und man kann also schon sehen, wir haben hier eine Belastung. Das eine Bild ist mit Absicht ein bisschen überbelichtet, um einfach mal zu schauen, wie der Hintergrund ist. Der ist alles andere als dunkel. Wir haben hier einen großen oxidativen Stress. Sieht aus, als wärst du mit dem E-Auto gefahren. Genau. Richtig. Das sieht auch so aus. Genau. Und dann sieht man eben bei den anderen beiden Bildern die Leukozytose, also ganz viele Leukozyten, also weiße Blutkörperchen, was für eine Entzündung spricht, dann die Verklebung, was nicht nur für Darm, sondern eben auch für Übersäuerung und für Leberproblematik im Prinzip spricht. Und er ist auch von jugendlich. Und das war das Interessante für mich, wo ich sofort wusste, ich muss nach den Epstein-Barr suchen. Mit 17 sei er plötzlich Diabetes Typ 1 geworden. Und dann habe ich gefragt, war ein grippaler Infekt davor? Mhm. Ja, da war ein grippaler Infekt. Und so, es
kann sein, dass selbst ein Barbios war. Und ich frage witzigerweise immer, war ein halbes Jahr davor ein Schockerlebnis? Oder Schockerlebnis. Todesfall oder irgendwas. Genau, und in den meisten Fällen kommt es auch noch. Ja? Genau, genau. Und es passt ja dann auch wieder. Ja. Stress, ja. Immunsystem, gell? Genau, es ist wieder, richtig. Genau. Greift alles wieder ineinander ein. Wenn wir die nächste Folie anschauen, jetzt erkennt man hier wenig, aber ich möchte einfach nur zeigen, der Blutlabor, was wir machen in der Praxis, ist sehr umfangreich, um einfach auf den Punkt zu kommen. Und wenn du die nächste Folie machst, ich habe mich jetzt hier nur die Dinge rausgepickt, jetzt was wichtig sind. Woran erkenne ich, dass er in einer akut-chronischen Form ist? Da macht man die sogenannte Eiweiß-Elektrophorese. Und dann kann man schauen, was machen die Alpha-Globuline, was machen die Beta-Globuline, was macht das Gamma-Globulin. Und dann, ohne jetzt da ausschweifend zu sein, dann weiß ich, okay, Alpha 1, 2 sind der eine latent erhöht, der andere erhöht. Dann weiß ich, okay, es ist die chronische Form und er ist aber eher so in ein bisschen in ein, wie so einen subakuten Zustand. Und bei Gamma-Globulin sehe ich, okay, das ist latent erniedrigt, weil es in Klammer ist, ja. Dann weiß ich, okay, hier hat das Immunsystem ja schwer zu tun, also ist die Erschöpfung im Prinzip in der Richtung geht er. Das nächste machen. Genau. Und hier sehen wir eben die ganzen Laborwerte für die Schilddrüse. Wir haben den Entzündungsparameter, der ist bei 7,3, okay, ist leicht erhöht. Er war ja noch höher. Dann sehen wir, Schilddrüse T3, T4 wird noch produziert, aber dann schauen wir uns TSH-Basal, der ist über 9,97. Und das ist extrem. Wir sagen also, die Grenze ist so 2,5, aber allerhöchstens. Dann aus dem Gefühl heraus habe ich einfach mal, obwohl ich wusste, TRAC kommt nicht in Frage, weil das ist keine Überfunktion, aber TPO. Das ist das, was dann sagt, ob er eine Hashimoto hat oder nicht. Und das ist der Fall. Also eigentlich eine Schilddrüsenvergiftung. Ja, genau. Ja, ja, ist oder? So. Ja, ja, genau. Und du noch einmal klickst. Genau. Dann haben wir dann beide EBV-Antikörper ermittelt, um einfach zu sehen, hat er Antikörper? Hat er ja. Die sind ja relativ hoch mit zwei kleinen Kreuzchen. Und B, ist er gerade aktiv? Ja, ist gerade aktiv. Ja. Selbst aber wenn ich hier nur die Antikörper hätte erhöht und der Ebner wäre in Ordnung, sage ich mal, ja, heißt noch lange nicht, dass trotzdem der Epstein-Barr-Virus dahinter steckt. Ja. Genau. Kannst dann noch einmal. Super spannend. Genau. Ja. Und da zeige ich dir dann, was wir mit ihm gemacht haben. Weil er immer dauernd an Halsentzündungen gelitten hat. Habe ich mich erinnert, halt einmal von Narine gibt es auch so Presslinge. Das sollte mal ein, zwei oder drei Stück mal am Tag lutschen. Und nachher werde ich dir erklären, warum ich mich für die Narine speziell entschieden habe. Weil die hat wirklich ganz viele gute Qualitäten und erklärt, warum kann man sie lutschen. Ja. Dann natürlich hochdosiert zum Einnehmen, dann in Pulverform, damit er das wegen der Bronchitis und so weiter, damit er das inhalieren kann. Klar, dann Vitamintabletten, die mit Narine zusammengesetzt sind und klar unterstützt auch eben mit Kräuterheilkunde, Zeolit, Clinolit, ebenso dieses Übliche. Und gerade mag ich sehr, sehr gerne Heilpilze für die Schilddrüse, weil da, das wirkt ja wie so Reishi und Cordyceps und so weiter, kann man hier ganz gut eben einsetzen. Wie kriegst du die Gifte raus? Weil ich war jetzt echt erschrocken, dass nur der Urin, also ohne Hilfsmittel, die ganzen Schwermetalle nicht ausgeleitet hat. Genau, also ich mache jetzt bei dem Patient Stabilisierung. Da brauche ich jetzt nicht mit Gelat kommen. Ich muss erstmal schauen, dass er stabil wird. Und der ist jetzt wirklich, nach 4 Wochen geht er wieder. Seine Beine gehorchen ihm wieder, er hat wieder Kraft. Jetzt hängt alles noch hier so ein bisschen zusammen. Das heißt, es sind wir auch mit einem Osteopath und einer Kinesiologin. Also wir arbeiten immer gemeinsam bei so schwierigen Fällen. Und mit dem kriegen wir ihn da raus. Wenn er dann stabil ist, dann gehe ich dann ran mit Schwermetallausleitung. Aber das wäre jetzt zu viel. Ja, weil das merkt man ja schon auch viele, die dann zu platt sind und dann so eine Ausleitung bekommen. Die haut es ja dann schon ganz ein bisschen aus der Bahn,
Bei der nächsten Folie kann ich dir zeigen jetzt hier, ich lese nicht alles durch, sondern nur das Wichtigste, warum ich mich dafür entschieden habe. Und was ist der Unterschied von dieser Narine? Die Narine heißt eigentlich Lactobacillus acidophilus ER2-Stamm 317-402. Ist aber ein zu langer Name. Ja. Narine. Reicht. So meinen mal klar, ist ein Probiotikum und das Schöne ist, dass nach 14 Tagen beginnt es sich zu vermehren. Mhm. Und jetzt kommt's, denn das ist etwas, was diese Narine kann. Die kann mit Säure aus dem Magen umgehen und mit der Säure aus der Galle. Ah, okay. Die überlebt bis zu 15 Minuten in so einem sauren Milieu. Das heißt, sie kann noch etwas bewirken, bevor sie zugrunde geht. Mhm. Und deswegen lasse ich eben die Narine auch mal lutschen. Mhm. Ja. Dann, ja klar, aktives Wachstum. Dann ganz wichtig, der letzte Punkt. Sie bildet sogenannte Zytokine. Das sind so Botenstoffe des Immunsystems. Hier allen voran Alpha-Interferone und Gamma-Interferone. Und die sind sehr, sehr wichtig für das Immunsystem, damit unsere Zellen richtig reagieren. Vor allem die Immunzellen. Das ist sozusagen wie das Telefon, ja, in dem Immunsystem. Da können die nämlich Informationen werden ausgetauscht. Da werden irgendwelche Vorgänge in Gang gesetzt. Und verhindern dadurch die Ausbreitung eben vor allem viraler eben Infektionen. Und bei der letzten Folie, ja, bis zu 70% ermöglicht es die Aufnahme oder erhöht die Aufnahme von Kalzium, Phosphor, Vitaminen, Proteinen, Kohlenhydrate. Okay. Ja, das ist eine super Sache. Dann ist noch, gehe ich noch weiter runter, genau. Sie produziert Metaboliten, also Stoffwechselprodukte. Das ist jetzt das neue Wort, was wir auf dem Markt haben. Eine sogenannte Postbiotika. Mhm. Das heißt, wir haben Präbiotika, sind im Prinzip Nahrungsergänzungen, die helfen, dass die Bakterien sich vermehren. Probiotika ist dann die Narine selbst. Und dieses Stoffwechselprodukt, die sie bildet, nennt man dann Postbiotika, weil das unterstützt auch eben dann der Immunsystem und der Körper. Okay. Ja, und das ist das Interessante und das ist der Grund, warum eben ich mich da hinein vertieft habe und noch mehr hinein vertiefe, eben mit der Narine, um einfach sie ein bisschen bekannter auch zu machen und dass man sie ein bisschen öfters einsetzt. Und aber allen voran sage ich immer, eine gute Diagnostik. Damit man weiß, in welche Mischung und in welche Stärke ich sie eben dann zu mir nehmen kann. Ja, super. Ja. Ja, und hat man ja auch nebenwirkungstechnisch? Eigentlich nicht. Also das Einzige wäre Nebenwirkung, dass ich es nicht vertrage, aber dann habe ich eben keine Diagnostik gemacht, sondern ich habe sie nur so eingenommen. Dann kann aber auch in dem Bereich liegen, es sind ja Darmbakterien, die ich nehme, also muss ich sie sozusagen einladen, dass sie sich auch ansiedeln eben in meinen Darm, in meinen Verdauungstrakt und das kann das schon durchaus machen. Und dann gibt es aber eben Narine, die eben laktosefrei ist, welche die ein bisschen Laktose haben und da muss man eben abwägen. Ja, manche reagieren mit einer Histaminausschüttung und da muss man auch wissen, auch welche Narine man eben gibt. Genau. Super. Ja. Ja, liebe Karin, war wieder extrem spannend und total wichtig für diese Zeit. Danke, ja, dass du da warst. Und wenn die Leute jetzt sagen, oder wo kriege ich Infos über Narine? Jetzt gerade bei dir so diese ganze Auswertung und so, das ist ja kein Standard. Nein, ist kein Standard, genau. Da gibt es eine Homepage, das heißt meinarum.com. Da gibt's auch viele Videos und Aufzeichnungen, wo man noch mehr Informationen bekommt. Und da ist auch, die Firma ist immer sehr gewillt, auch viel Information rauszugeben, viel Informationsmaterial, ja. Und wenn einem interessiert, wirklich so in der Tiefe mal hineinzuschauen, was macht mein Blut, wie sieht mein Blut oder mein Darm und so weiter, dann kann man sich gerne bei uns unter www.hp-bodensee.de eben dann melden und mir geben gerne Auskunft. Super. Dann danke, dass du heute da warst. Danke dir auch. Freue mich, wenn du bald mal wieder da bist. Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
super interessant, das Thema Narine. Ich hoffe, Sie konnten auch wieder einiges für sich mitnehmen. Bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen eine wundervolle Zeit. Bis bald. Tschüss.